zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen noch die rechte Spur gesperrt. Hier hat ein Auto gebrannt. 5 Kilometer Stau. Lassen Sie hier bitte die Rettungsfahrzeuge durchfahren. Dauert eine Dreiviertelstunde länger. Und dann die A7 Ulm Richtung Füssen. Zwischen dem Reinhardshof-Tunnel und dem Grenzübergang Füssen dauert es eine halbe Stunde mehr. Und dann nach der Grenze auf der B179 von Füssen nach Reute zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reute Süd dauert es immer noch eine Stunde länger. Das war's von mir. Eine gute und sichere Fahrt. Eines gehört.